Herzlich willkommen wieder bei Grobi TV, unserem Heimkinokanal. Neben mir steht Herr Florian. Florian, danke, dass wir hier sein dürfen. Wir haben in den letzten anderthalb Jahren, 2 Jahren, das eine oder andere Mal Kontakt gehabt. Wir haben uns auch gesehen, schon auf diversen Filmbörsen. Und Dennis ist ein ganz großer Fan von dir, unser Dennis. Denn wer unseren Dennis kennt, weiß, dass der ab und zu mit sehr schönen T-Shirts rumläuft, Sweatshirts und was nicht so alles. Es gibt mit sehr interessanten Motiven. Ich weiß, dass der eine oder andere schon mal sehr genau hinschaut in den Videos, wenn der Dennis da vor der Kamera ist. Und du bist der Grund dafür. Ja, der Dennis ist auch ein sehr guter Kunde, kann man so sagen. Eigentlich einer der besten. Ich glaube, er hat auch wirklich alle Der hat, T-Shirts. glaube ich, ziemlich viel von dir, ne? Eben meinte er, ja, so ein paar fehlen ihm noch oder so, aber ja, er ist ganz gut dabei. Ja, er vervollständigt in den nächsten Stunden wahrscheinlich seine Sammlung. Denn wir sind beim Florian, weil Florian hat einige sehr interessante Hobbys, die auf jeden Fall was mit dem Thema Film zu tun haben. Und ich habe nicht umsonst diese wirklich alte Hülle, der eine oder andere wird sie wahrscheinlich auch noch kennen, in der Hand gehalten. Das ist also hier noch das Original von dem Film Die Fliege. Ich habe geguckt, 1988 ist der rausgekommen und wurde dann kurze Zeit später auf VHS-Kassette eben veröffentlicht. Wir sind dann damals noch alle in die Videothek gelaufen und durften uns dann diesen Film ausleihen und haben dann hier den ersten Albtraum einer neuen Generation erlebt. Ja, ein Klassiker. Und wenn man so mal weiterschaut im Hintergrund, du sammelst die ja anscheinend, diese Klassiker, richtig? Kann man so sagen, ja. Und das ist ja jetzt nur ein kleiner Teil. Zu Hause sieht es halt ähnlich aus. Wir sind ja jetzt hier im Büro. Aber das ist ja so ein bisschen Sammelleidenschaft und wie soll ich sagen, auch so ein bisschen eben das, was ich ja dann beruflich tue. Das vermischt sich ja da ganz schön. Genau, also er ist ein Freund von ja, familienfreundlicher Unterhaltung kann man jetzt nicht sagen. Nein, Also das ist ganz im schon etwas die Gegenteil, härtere Gangart, auf auf jeden jeden Fall, Fall. Genau. Das guckst du dir also schon gerne an. Und er hat dies auch dann zum Anlass genommen. Ja, was machst du? Du machst Filmmotive, Poster machst du eigentlich von Filmen, die es nicht gibt, aber die so aussehen, als ob sie es geben Ja, würde, ne? genau. Also angefangen hat eigentlich alles sehr früh schon, also was heißt sehr früh, schon ungefähr 10 Jahre her. Ich war damals, 2007 war ich in Berlin und habe damals noch studiert, Grafikdesign studiert, was halt auch ganz gut gepasst hatte. Ich war schon immer irgendwie Filmfan, allerdings auch, ich war Tarantino-Fan. Das heißt, seine ganzen Filme, die sind ja eigentlich eine Hommage an die ganzen Trash-Filme, die man so damals kannte. Es gibt aber viele Leute, die das nicht wissen. So, weil was Tarantino ja gemacht hat, ist, der hat sich die Filme von damals genommen, hat die neu verwurstet und hat dann einfach seinen Stempel draufgesetzt. So, und für mich war das damals so, ich kannte eigentlich nur seine Filme. Aber irgendwann habe ich mir gedacht, das war so ein kleines Schlüsselerlebnis, das muss ich kurz sagen, als ich 2007 in Berlin war, habe ich ihn gesehen. Mitten auf der Straße. Tarantino. Ich habe Tarantino getroffen. Und das war für Okay. mich so ein bisschen das, wo ich gedacht habe, wow, so jetzt kannst du den Haken hinter machen. So. Weil ich, wie gesagt, bis zu dem Moment großer Fan war, bin ich jetzt immer noch. Aber es war so, dass ich mich dann schlau gemacht habe, wo kommen eigentlich seine ganzen Inspirationen her? Und dann, ab da ging es eigentlich los, für die Filme zu interessieren, die, ja, diese 70er-Jahre-Klassiker, Grindhouse-Klassiker, die ihm eigentlich veranlasst haben, seine Filme so zu machen. Also da fallen mir jetzt zwei Filme ein. Ja. Grindhouse geschrieben, es spricht für einen Stil von Filme, die sonntags morgens schon mal für 1 Mark oder 2 Mark im Kino liefen, so als B-C-Filme oder wie kann man es bezeichnen? Ja, Das war das eigentlich auch schon, oder in ist kleineren eine Kinos halbe liefen. Wahrheit. Und Und dann zwar ist zählen wir es die andere. so, in Deutschland lief das unter dem ganzen Bahnhofskino. So. Da kann man das vielleicht so ein bisschen, wie soll man sagen, vergleichen. Aber das amerikanische Original war das Grindhouse. Und das war damals in den 60er, 70er bis späten 80er Jahren in New York. Das war die 42. Straße. Und das war eigentlich so der Punkt, das waren ganz viele Kinos hintereinander. Und die Kinos haben sich dann eigentlich die Filmkopien immer weitergereicht. Was ist passiert? Die Kopien, die waren eigentlich total kaputt, durchgelaufen bis zum geht nicht mehr. Und die sind eigentlich immer im Double Feature gelaufen in diesen Kinos. Das heißt, sie haben immer zwei Filme gezeigt. Die haben eigentlich immer Double Features gezeigt, die auch eigentlich nicht wirklich zusammenpassten. Das war dann ein Kung-Fu-Film, das war ein Sex-Film, das war ein Action-Film, ein Horror-Film, irgendwas. Meistens waren es sogenannte Exploitation-Filme. Diese Exploitation, das ist dieses Wort ausbeuten. Das heißt, die haben halt ein gewisses Genre sich erfunden und haben das ausgebeutet. Das waren zum Beispiel Biker-Filme, Bruce Lee-Filme. Da haben dann ganz viele Kung-Fu-Filme rausgemacht aus dieser Sparte. Ja, und das waren eben diese Filme, die Tarantino damals fasziniert haben. Und da hat er so seine Inspiration für diese ganzen Filme hergenommen. Für mich war das so, wo ich gedacht habe,
hey, du musst doch mal hinter die Kulissen gucken, du musst dich doch mal informieren. So. Und dann ging das halt los, dann ging die Sammelleidenschaft los. Und dann sind wir hier wieder bei meinem VHS-Regal, wo man sich dann sagt, wo kriege ich die ganzen Filme noch? Und es ist leider so, dass diese Filme, also die meisten Filme, einfach nur auf VHS gibt. Nicht auf DVD oder Blu-ray oder sonst was. Weil es auch keine großen Labels waren, die dahinter waren. Weil keine aus großen heutiger Produktionsfirmen Sicht waren es alles einfach, kleine das, Dinger. Muss man sich das natürlich auch so vorstellen, das sind auch geringes, richtig geringes Budget. Da ist nicht viel passiert in diesen Filmen, aber die waren halt irgendwie amüsant. Wenn man die auch aus heutiger Sicht her sieht, dann ist das so, ja, man kann einfach abtauchen. In einfach eine ganz andere Welt. Und das fasziniert mich eigentlich. Also die Fliege war jetzt ein schlechtes Beispiel, weil das war nun wirklich eine ganz große Firma, die dahinter stand. Auf jeden Fall. Und das war natürlich schon ein echter Blockbuster dann in der Hinsicht. Kann man so sagen, Quentin Tarantino, für alle die, die meisten werden ihn ja kennen, zwei Grindhouse-Filme hat er ja jetzt nochmal, ich sag mal, neu aufgelegt, würde ich mal sagen, vom Stil her, aber wirklich so auch mit dem Zerkratzen und diesen Kratzern und das alles hat man da das gesehen. Das hat mich damals fasziniert auf sag jeden Fall. Sag mir mal, weißt du noch, wie die hießen? Einer war mit Kurt Russell, das der ist ja irgendwie im Auto da. Planet Terror und Death Proof, die beiden. Death Proof, ne? Mhm. Ja, waren coole Dinger, muss man sagen. Hat man was anderes? War man wirklich was anderes, gerade für die, die gar nicht damit groß geworden sind? Lohnt sich auf jeden Fall mal anzuschauen. Okay, dann hast du diese Filme dir angeschaut und dann hast du aber angefangen, was hast du gemacht? Hast du Fantasieren angefangen und gesagt, ich mache mal mein eigenes Poster? Oder? Eigentlich viel faszinierender als die Filme ist eigentlich die Tatsache, dass die Cover viel geiler aussahen. Also du hast die Filmposter gesehen, du hast die Cover gesehen, du kennst das doch aus der Videothek und so. Ja. Du hast die Cover gesehen, damals standen in der Videothek nur die Cover nach vorne, nicht nur der Rücken. Keine Inhaltsbeschreibung, gar so, nicht. Du hast die Cover gesehen, hast gedacht, boah, das muss so ein verdammt geiler Film sein. Ob es letztendlich so war, wahrscheinlich war es nicht so gut. Da waren die Zeichner halt einfach die großen Künstler. Und ich habe mir einfach gedacht, so muss ich mich einfach vor verbeugen. Die ganze Zeit damals, was die eigentlich geschaffen haben, das ist einfach die Tatsache, dass das Cover geiler ist als der Film. Das hat mich einfach fasziniert. Und das, was noch dazu kommt, ist, das ist so ein bisschen dieses Gestaltungselement, womit ich immer arbeite, dass dieses ganz Abgenutzte, weißt du, dieser Used-Look. Das sieht schon alt aus, bevor es überhaupt gedruckt worden ist. Ja, ja, genau. Mhm. Deshalb, also wir werden das auch gleich sehen bei dem T-Shirt, was ich gemacht habe. Da ist auch viel hingerotzt. Es gibt ein geiles, neues Grobi-Shirt, das haut euch um. Es sieht so richtig schön abgenutzt und alt aus. Ja. Das ist immer, das muss so sein bei mir. Ja. Das soll einfach an die alten Jahre dran erinnern. Und das ist so ein bisschen mein Element, womit ich einfach arbeite. Also, du hast eine Firma gegründet. Genau, nennt sich heißt? Ultra Trash. Ultra Trash. Ich ganze jetzt anders. Seit 2011 und ich treibe mich viel auf Filmbörsen rum, auf zum Beispiel ja, diesen ganzen Film-Conventions, ganz Europa unterwegs gewesen und habe auch schon mit irgendwelchen Stars aus der Szene da gearbeitet. Ja komm, lass doch mal gucken hier, weil du hast ja ein bisschen was hier so aufgestellt und beziehungsweise ist ja, wie gesagt, dein Büro ist das hier. Mhm. Ich habe ehrlicherweise zugeben müssen, die gute, hübsche Frau habe ich nicht gekannt. Hat ja mit Grindhouse auch nichts zu tun. Hat nichts damit zu tun, aber trotzdem Fan von ihr. Ich finde es einfach nur nett, ja. Sie ist nett. Ja. Erzähl mal kurz, wer es war oder wer da es ist. Da bin ich einfach irgendwie Nerd. Und wer ist es denn? Erzähl mal kurz. Jodie Lynn. Aus Prison Break, ja. Na, wie schön. Bridgen heißt so, ja. Aber wir können ja immer so langsam diese Wand so lang gehen. Ja, dann wird ja bestimmt das ein oder andere einfallen. Was ist so an Besonderheiten? Wen haben wir denn hier beispielsweise? Dick Jones, ist wer ist das denn? Ja, das ist natürlich eine ganz lustige Geschichte. Das bin ich. Oh. Ja, muss man jetzt mal genauer hingucken. Und zwar hat das ein guter Freund von mir gebastelt. Und zwar sollte es eben meine Wenigkeit sein, weil ich eben diese Leidenschaft habe hier mit dem Figuren zusammen. Ja, und dann hast du hier, den kenne ich ja, Reservoir Dog. Genau. Das ist, jetzt muss ich überlegen, wie heißt der noch? Metzen? Heißt der das nicht ist so? Metzen, genau. Metzen ne? habe ich sogar auch schon mal getroffen und sehr authentischer Kerl, kann man sagen. Und das hier sind jetzt Originalposter? Da sind jetzt natürlich noch ein paar Originale dabei. Wo man mal sieht, wieso dieser Stil eigentlich gewesen ist. Genau, ne? genau. Also das vermischt sich eben so ein bisschen bei mir. Ich meine, wenn man jetzt so den Schwenk rüber macht, sieht man dann natürlich die komplette Posterwand mit meinen Filmen, wo sich viele denken, ja, könnte halt auch ein Film aus der Zeit sein. Und ist es bestimmt auch, höre ich dann immer wieder. Wenn man jetzt mal so schaut, du hast ja hier so diverse Schwerpunkte von den Motiven her. Du siehst zum einen mal hier die berühmten, ich nenne sie mal freundlich, Kirchenfilme. Die Nonnenfilme, Klosterfilme, Schrecken hinter Klostermauern. Und dann hast du aber auch die Sachen, die was mit Autos zu tun hat, Motorräder, du hast gesagt, Biker-Gang. Und dann gibt es natürlich so die, was sagt man dazu, Slasher-Dinger, die Slasher, Horror-Dinger. Genau. Ne? Ja, ja. Ja, es ist eigentlich alles dabei. Alles dabei, ne? Weil jeder hat so seine Vorliebe, will ich mal sagen, auch heutzutage noch, auch optisch gesehen. Es gibt Leute, die sagen, ich brauche das T-Shirt, weil es einfach geil gestaltet ist.
Und dann laufe ich halt gerne hier mit Obsessed Nuns in Bloodlust rum zum Beispiel. Das ist ein sehr kontroverses T-Shirt, sieht man jetzt nur ganz kurz. Gehst du aber nicht mehr zur Arbeit, ansonsten du arbeitest noch nebenbei noch. Ich hast du einen anderen Job hast du? Ich bin Grafikdesigner, ja. Ja aber ja. Ich laufe so rum, ja. Okay, gut. Doch. Aber okay. Ich kann verstehen, dass andere Leute das jetzt nicht so toll finden, aber deshalb ist es ja so, haben wir ja anfangs drüber geredet, du kannst die T-Shirts ja wenden. Du hast dann quasi zwei T-Shirts. Ganz schlauer T-Shirts. Ist er, weil Dennis hat nämlich auch manchmal ein Shirt an, ja. Wo ich sage, genau, das ist ja harmlos. Ja, dann macht er mal den hier und dann siehst du, dass da drunter das andere Motiv ist. Das ist so das Tagsüber-Motiv und das Feiermotiv hat er direkt da drunter. Genau, erzählen wir auch. Und genau. Man glaubt es ja nicht, aber diese ganzen Motive sind alles deiner Fantasie entsprungen. Ja, also es ist natürlich so, es gibt immer so eine gewisse Inspiration von dem T-Shirt. Das heißt, wenn ich jetzt sage, zum Beispiel jetzt so Nunsploitation. Also Nunsploitation ist halt eine Sparte, die gab's, da gab es nicht wirklich viele Filme in den 70ern. Nuns, das steht für Nonnen? Also Non, genau, ah. Und dann Exploitation. Also wie gesagt, anfangs habe ich ja gesagt, das sind sogenannte Exploitation-Filme und die haben sich immer auf ein gewisses Thema bezogen und eben das Thema Non. So, und man hat einfach in den 70ern gemeint, wie kann man am besten schockieren? Indem man irgendwelche Filme macht mit Nonnen, die sich nackig ausziehen und sonst was machen. Ah ja, okay. So, und aus heutiger Sicht ist das Ganze nur noch amüsant und du kannst es halt schön auf T-Shirt darstellen. Er läuft heute ab und zu mal auf, wie heißt nochmal der Tele 5? Samstagsabend, Schläferz, fällt mir da nur spontan ein. Genau. Könnte sein. Okay, verstanden. Wenn du jetzt so ein Motiv machst, du machst die Motive ja im Wesentlichen, sag ich mal, aus freien Stücken, um sie dann später auf den T-Shirts zu drucken für die Fans der Szene. Mhm. Kann man sagen, wie fängst du an? Irgendwann hast du nachts einen Geistesblitz, genau, dir ein Blatt Papier. Genau, es ist tatsächlich ist so, dass da erstmal so eine Idee sein muss. Das heißt, ich überlege mir, was hattest du noch nicht? Was könnte die Leute irgendwie zum Kauf anregen oder so? Und dann denke ich mir, womit kannst du arbeiten? Ja, hier die Nonnen oder die Biker. Lass uns die Biker nehmen. So, dann nehme ich heute die Biker und dann setze ich mich hin und denke mir, wie kannst du das schön verpacken? So, und bei mir fängt das immer natürlich mit einem schönen Filmtitel an. Wenn der schon geil ist, wenn der irgendwie was darstellt, dann ist das schon die halbe Miete. So, und dann kommt das eine zum anderen und dann packst du dir das irgendwie in eine gewisse Epoche. Und wenn du dann aus meinem Background, der als Grafikdesigner arbeitet, so, dann weißt du halt, okay, damals in den 70ern hast du diese Schrift verwendet, dann hast du diese verwendet, so, dann kannst du eigentlich ganz schön kombinieren. Das heißt, Schriften ist für mich eigentlich ein ganz wichtiges Stilmittel. Das heißt, das ist eigentlich so der Punkt, wo ich sage, wenn ich was mit Bikern mache, schon mal die Schrift in den Kontext setzen, arbeite damit so und dann alles andere entsteht eigentlich sehr schön. Das heißt, was ist noch irgendwie cool? Was muss unbedingt noch auf dieses T-Shirt drauf? Also Frauen müssen drauf, Brüste müssen drauf. Also eigentlich all das, was damals in der Videothek die Leute angeregt hat, so diesen Film zu kaufen. So, und das sind so die Punkte, wo ich dann nach den Kriterien den Film bzw. das Filmposter gestalte, was es nicht gibt. Ja, und heute lockst du damit teilweise nicht mehr unbedingt jemand vom Ofen weg, weil... Ja. Aber die, alles, die ne? Will ich vielleicht auch nicht haben. Es müssen schon Leute sein, also die damit Zielgruppe, was in Verbindung die setzen. Irgendwas damit Verbindung setzen können, die vielleicht auch so ein bisschen das verstehen. So, wo kommt das Ganze her? Damit die auch raffen, ja, hier 70er stehe ich total drauf, der alte Trash und so. Ja, also das sind Leute, die haben da so ein gewisses Gefühl. Klar, es gibt natürlich auch viele Leute, die sagen, boah, ich finde das Motiv geil, das kaufe ich. Aber es gibt auch welche, die sagen so, irgendwo habe ich das schon mal gesehen. Wenn man mal so genauer reinschauen, dann findet man ja viele, viele schöne Details. Ne? Also hier Ultra-Trash-Produktion ist klar. Oder ja, du hast ja, dann ja. Hier, was hast du noch? Retro-Color, Ultra-Trash ja, sieht ja, aus ja. Wie so ein entsprechendes... Könnte irgendeine Filmfirma gewesen genau. Sein. Genau, oder ein Format könnte das auch sein. Bildformat, ja, genau. Tonformat und ähnliches. Ja. Und diese ganzen Schriften hier, zeichnest du das vor? Machst du es am Rechner? Also wie die Schriften basieren auf Originalschriften und ich wandle die dann ab. Wandel die ab, also mach dir noch ein bisschen kaputt. Also da kommt viel Handwerkliches dann auch noch dazu. Das heißt, ich gehe auch gern mal irgendwie mit dem Stift rüber, mit der Tusche rüber und ja, ein lustiges Element ist, ich reibe das gern mal auf den Boden, dann geht's alles schön kaputt. Da hast du dann natürlich schnell diesen Retro-Effekt. Und dann hast du davon die Vorlage, machst du dann, weil du die Vorlage entsprechend so bearbeitest. Ja, genau, dann landet es erstmal in Photoshop, dann landet es später dann in Illustrator und das sind so die Programme, mit denen ich arbeite. Ein bisschen was können wir uns da gleich nochmal anschauen. Auf jeden Fall. Wenn wir uns mal weiter umschauen hier, das sind deine ganzen Motive. Ja, das ist hier dein Logo auch nochmal, American Grindhouse.
Heißt Grindhouse. Grindhouse, Entschuldigung. Da habe ich auch was dazu. Also alle lernen hier was dazu. Grindhouse. Also das ist ja auch der Knaller. Komm her, komm, dreh nochmal zurück. Er hat natürlich auch, weil er hat es ja erwähnt, er hat ja nun mal fast alle seine Klassiker und seine Lieblingsfilme auf VHS-Kassette. Also was, man muss natürlich dann auch den standesgerechten 4:3 Fernseher, Röhrenfernseher, ja, so waren die Röhrenfernseher. Dann hat er hier Videorekorder, einen natürlich für PAL, ne, Europa, und dann hast du auch noch einen für NTSC. Ja, das ist jetzt NTSC. Das ist die NTSC-Kiste. Ja, ein Philips VR600. Ja, ein bisschen verstaubt, aber ja. Guck mal hier, voll funktionsfähig, nichts mit HDMI, klassisch SCART-Stecker. Haben wir allerdings auch die ganzen Probleme nicht gehabt, wie wir sie heute kennen. Ach ja. Und ja, und er war sogar ein Stereo. Ja, ja. Wow. Das war ein richtig guter, ja. Habe ich für 1 Euro gekauft. Also wer nicht weiß, wohin mit seinem alten Elektronikzeug, er wird vielleicht das eine oder andere Teil noch nehmen. So sieht es aus. Ja, du hast es erwähnt, es wird kaum heute großartig remastert und kommt nochmal neu raus. Die Leute kennen das ja gar nicht mehr, ne? Wenn man dann das Video reinsteckt und dann hast du irgendwelche Bildfehler, dann musst du wieder ein bisschen tracken, dann musst du wieder Bild manuell darstellen. Wieder. Das kennen die alle gar nicht mehr. Ich liebe das irgendwie. Das ist da gab es früher so ein Drehrad, ne? Da nannte sich Tracking oder sowas. Ich glaube, da bist du jetzt ein bisschen älter. Ja, da war ich, danke. Genau. Wir haben nämlich wirklich den allerersten Videorekorder damals, den es in Deutschland gab, den haben wir bei uns in der Firma, ein JVC-Gerät war das, so ein Oschi. 3.300 Mark hat der gekostet. Ja. Die Videos waren ja sehr teuer damals sogar, ne? Oh ja. Konnte sich kaum jemand leisten. Ja, das stimmt. Und wenn du dann irgendwie einen harten Film sehen wolltest, musst du nach Holland fahren. So war das damals. Ist das so? Ja. Ich dachte, du fährst nur für andere Sachen nach Holland. Oder ja, bist du auch für Horrorfilme gelaufen. Ja. Okay. Gut. Ich würde sagen, wir gehen mal rüber, weil du hast noch ein zweites Büro hier oder noch einen zweiten Raum. Also das ein zweiter ist das Raum. Genau. Das ist das Büro hier und dann hast du noch einen zweiten Raum. Ja. Und dann schauen wir mal, was er in diesem großen Raum da alles macht. Dranbleiben. Wir sind jetzt in seiner Werkstatt, was ich vorhin fälschlicherweise als zweites Büro, aber es ist auf jeden Fall die zweite Heimat sicherlich von ihm hier. Dennis haben wir eben schnell davor geholt, vor die Kamera, weil er ist jetzt nicht ganz unschuldig an dem, was wir jetzt hier gerade so gemacht haben, beziehungsweise was wir noch machen werden und was wir auch mal vor der Kamera zeigen. Weil wir haben überlegt, wenn wir ihn jetzt schon besuchen, müssen wir jetzt auch irgendwas mit Grobi machen. Und da wir ja diese tollen Grobi-Hemden haben, die aber dann doch irgendwie hier ziemlich langweilig sind im direkten Vergleich, haben wir überlegt, was können wir denn uns da mal so ausdenken? Und dann hast du dir einiges ausgedacht, deine Frau hat sich auch noch einiges ausgedacht, die ist ja auch ein Riesenfan. Ja. Du hast dir einiges ausgedacht und ich habe es bezahlt. Also, ich finde es einfach nur absolut genial. Das ist unser entsprechendes Trash-Shirt. Was steht drauf? Angriff der Riesenbeamer. Und oben ist, wenn ihre Lampe angehen, gehen bei dir die Lichter aus. Tada, genau. Wenn man da nochmal genauer nachschaut, was hier unten noch so alles, wer alles mit dran beteiligt ist, Ähnlichkeiten mit immer noch lebenden Personen sind rein zufällig. Unter anderem haben mitgespielt in den Hauptrollen Clippy Jones, Lucas Long, Alex Hammer. Das Ganze wird präsentiert von Chappie Chan. Und dann haben wir da drunter nochmal Uwe Lautspeakers, Teffy Power, Claudia, Money Dollar, Bossy B und sagst du? Gary Bassmann. Ja. So, wer für wen steht, können wir euch gerne überlassen. Wird es ab sofort bei uns natürlich geben, weil wir wissen natürlich, die Nachfrage wird enorm sein. Es wird es in allen Größen geben. Und damit man mal sieht, mit wie viel Liebe er jedes einzelne von diesen Shirts hier macht, ja, wird er uns das mal erklären. Also, hier hast du erstmal nächtelang, habt ihr nächtelang zusammengesessen, telefoniert, gemailt und ich habe immer wieder ab und zu mal eine Kopie bekommen. Genau, ja. Und was machst du denn dann machen? Du hast das jetzt dann, also eine Vorlage machst du dann und dann druckst du das ja wirklich hier noch. Nichts hier simpel mit einem Maschinchen, genau, da ist alles Handarbeit bei dir. Ja, ne? Wir sind ja hier in der Werkstatt, genau, und hier wird Siebdruck gemacht. Das heißt, wir haben jetzt hier einen 2-Farben-Siebdruck und ich mache das Ganze ohne Unterdruck. Das heißt, es sind wirklich 2 Farben. Erst wird rot gedruckt und dann wird beige gedruckt. Ich mische die Farben hier an und ich fixiere es sogar mit einem Föhn, das können wir ja gleich sehen. Das ist alles nur Handarbeit, was hier passiert. Und ja, aber wie gesagt, das ist so ein bisschen dieses Abgenutzte. Hier sieht man ja auch diesen Used-Look und so, den ich ja abfeuere. Oh ja, das ist Absicht. Also nicht, dass einer denkt, das ist irgendwie... Das hört so. Das ist in der Toleranz, um es so zu sagen. Auch die Pixelfehler, alles Absicht, alles. Ja, wir erkennen das von Umtausch. Den alten Poster, die haben halt... Shading auch, ja, alles dabei. Und mit dem Siebdruck ist das einfach genial. Das passt einfach wunderbar zusammen. Und deshalb habe ich Siebdruck gewählt. So, da sieht man jetzt halt noch, da wird halt noch richtig mit dem Rakel, wird halt hier dann immer so ein Ding hier und dann wird da die Farbe richtig reingedrückt ins Textil. Genau. Und wenn man dann nach Hause fährt, dann weiß man, was man getan hat. Oh ja, das glaube ich gerne. Du hast da hinten also das Maschinchen, genau, weil
Alle, die sich mit Waschmaschinen auskennen, wollen natürlich wissen, was ist mit Waschen? Was sagt die langjährige Erfahrung? Also jetzt bei dem würde ich schon gern mal drehen und dann... Also du drehst es dann? Ja, ne? Ja. Und nicht unbedingt über das Motiv bügeln. Bügeln. Das macht man nicht. Gut, okay. Es gibt auch ein Handbuch dabei. Das ist eventuell hier an der Seite oder wo auch immer. Das machen wir noch hin. Das machen wir noch rein oder wir legen es dabei, was die Pflegeanleitung angeht. Also es ist alles hier erklärt. Bitte mal einen Blick reinwerfen. Okay, wenn du das jetzt machst, du nimmst dir dein T-Shirt hier. Die ja, aber gut, Größen. Du wolltest ja so ein bisschen über die Entwicklung eingehen. Ja, genau. Erzähl. Das heißt, wir haben eigentlich, wir dann telefoniert, haben gesagt, wir müssen irgendwas machen, was 50er Jahre, haben wir gesagt, irgendwie so anmutig ist, so Trashfilm der Zeit. Und dann haben wir gedacht, ja, wie kann man, oder habe ich mir gedacht, wie kann man irgendwie die Beamer schön in Szene setzen? Ich habe so ein bisschen an Krieg der Welten gedacht. Krieg der Welten sind halt auch so welche Wesen, die halt durch die Straßen gehen und alles bombardieren. Und ja, da ist halt das dann eben so rausgekommen. Ja, und das war ein schönes Arbeiten, weil wir halt miteinander telefoniert haben. Und mit den Riesenspinnen angefangen, ja. War ja auch so ein bisschen aus der Zeit eben, ja. Ja, aber du hast mir Sachen so entgegengeworfen, wo ich einfach wirklich was mit anfangen konnte, wo ich gedacht habe, das passt einfach. Wer weiß, was das hier für ein Teamwork demnächst wird. Wer weiß, was hier demnächst noch da macht. Da die Sachen raus. Ja. Ja, ja, er hat ja noch nachts zwischen 2 und 4 da noch Zeit. Ja, wunderbar. Okay. Ja, und dann hast du angefangen. Ja, und dann, ich finde, einfach genial in Szene gesetzt. Und ja, die Frau von Dennis hat ja dann auch noch die Headline beigesteuert. Und ja, die passt einfach. Genau. Ich bin begeistert. Du bist begeistert, du kannst dich voll damit anfreuen. Wir sind auch super begeistert. Es war gar nicht so leicht, die Klappe zu halten in den letzten Tagen und da nicht drüber zu berichten, um das Ganze jetzt bis jetzt eben geheim zu halten. Aber jetzt ist es soweit. Noch irgendwas? Wir können noch weitere Motive machen, haben wir gesagt. Also wenn das wirklich gut ankommt, wir haben noch ein paar mehr Produkte im Programm, die wir mal etwas verändern können. Ihr habt Ideen, oder? Wir haben ein paar Ideen. Ideen ja. Haben wir doch, immer. Also Ideen haben wir auf jeden Fall. Wer weiß, ob das nicht hier noch eine schöne Serie geben wird. Ne? Ja, aber jetzt haben wir gesagt, wollen wir mal drucken? Ja, komm, zeig vielleicht mal, was du machst. Ihr mal. Was nee. Haltet ihr denn davon? Er will das unbedingt machen. Ich nicht. Jetzt muss ich auch noch selber drucken. Okay. Ja, komm, leg los. Gut. Lukas, geht mal ein Stück zur Seite. Keine, das ist jetzt nun wirklich nicht abgesprochen, dass du jetzt auch noch das machst. Okay. Ja, wir gucken uns das mal an. Wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht, aber ich denke schon. Ach komm, an Muckis soll es nicht scheitern. Hier ist ja auch die Technik. Ne? Die Technik, also du legst den Trupp. Ja. Ich lege es drauf, ziehe es auf. Wir zeigen das jetzt mal mit einigen Überblendungen, weil das dauert noch ein bisschen länger. Weil wir haben mal so gerechnet, so 10 Minuten, 15 Minuten brauchst du insgesamt für so einen Druck von so einem Shirt. Du musst das erstmal imprägnieren oder was machst du da? Fixieren das Ganze, damit es jetzt nicht, wenn ich es abziehe, nach oben geht. Mhm. Das heißt, ich muss nämlich auch zweimal drüber gehen. Das bleibt dann haften. Du willst, ja. Okay, alles klar. Ja. Mhm. Ja. Aber wir warten kurz ein bisschen, bis es eingezogen ist. Du arbeitest ja an sich nicht mit Wärme. Ich kenne ja die Dinger, die sehen aus wie ein Waffeleisen. Ne? Dann kommt dann dein T-Shirt genau, rein, dann machen das habe ich sogar auch. Hast du auch, machst aber nicht mach so gerne. Nicht, nee. Also das ist schon das die ist echte, der direkte coole Siebdruck. Nummer. Genau. Es gibt noch einen Siebtransfer. Das kann man auch noch mit dem Pressen machen. Das wird dann auch mit Hitze fixiert. Aber der direkte Weg ist immer noch der beste Weg. Der traditionelle Weg. Ja, genau. Ja, das sieht aber doch ganz gut aus. So sieht das schon mal ganz gut ich aus. Auch. Ja. Okay. Glatt streichen. So, und dann gehen wir jetzt mit dem Rot rüber. Das ist die erste Farbe. Genau, weil wir uns den Luxus erlaubt haben, ein zweifarbiges Shirt zu machen. Mhm. Das heißt, du machst jetzt die erste Farbe Druck. Genau. Ich gehe jetzt mit dem. Dennis macht sich bereit. Es gibt viele Leute, die rakeln so, aber wir rakeln so. Und wenn du jetzt rakelst, dann musst du erstmal aufpassen, dass du keine Farbe abkriegst. Ganz wichtig, weil die geht nicht mehr raus. So. Ich weiß sonst, wo ich neue T-Shirts kriege. Ja, auf jeden Fall musst du auch darauf achten, den 45-Grad-Winkel musst du rakeln. Okay. Und schon mit Druck. Ja. So. Mit Schmackes. Mit beiden Händen so. Und dann in die dann Richtung aber. Das heißt, jetzt drückst du die Farbe durch winzig kleine Löcher oder so? Genau. Ja, das ist ja jetzt die Schablone, die wir hier haben. Ja. Und an diesen Stellen, wo eben belichtet ist, ja, haben wir dann halt eben eine Schablone und da geht die Farbe eben dann durch. Also ist es eine Folie, die winzig perforiert ist, ja? Das ist keine Folie, das ist ein Sieb. Ein Sieb, okay. Ja. So, ich mache jetzt noch mal ein zweites Mal, damit wir hier sicher. Wie viel Mal kann man so ein Sieb gebrauchen? Das kommt darauf an, wie sehr man das jetzt bearbeitet, sage ich mal. So, jetzt habe ich nochmal das Ganze verteilt, die Suppe, und jetzt darf der Dennis nochmal. Nochmal ist ja der Wahnsinn. Ja. Machst du das auch zweimal oder muss er das jetzt heute zweimal machen? Ich mache heute mal zweimal. Okay, gut. Hast du Glück gehabt. Ja.
So, und dann gucken wir uns das an. Und es ist blau. Ja. Ist der Weißabgleich nicht in Ordnung an der Kamera? Nein, das ist knallrot. Und jetzt geht's los. Jetzt musst du mit diesem Föhn ran. Ja. Okay, jetzt machen wir mal eben schnell Durchlauf. Weil jetzt musst du föhnen, um das Ganze direkt hart zu bekommen. Ja, weil das Material selber wird an der Luft nicht hart. Es wird erst durch Hitze hart, ja? Genau. Wird es eigentlich auch durch Hitze wieder weich, wenn ich in der Sonne liege? Nein. Also es war 160 Grad. Okay, dann habe ich es aber auch hinter mir. Dann müsstest du, genau, dann müsstest du schon in die Sauna oder mehr. Alles klar. Und das machst du jetzt mit jedem Shirt? Das mache ich jetzt mit jedem Shirt, genau. Lass mich raten, er macht es zweimal, weil wir haben ja ein zweifarbiges. Genau. Okay, dann gucken wir mal gleich weiter. Es dauert jetzt ein bisschen, bis der Föhn so in Fahrt kommt. Wenn es weh tut, dann ist es gut. Das ist wie mit dem Grillen. Ach, ich wollte den Grillen. Was machst du da? Du machst jetzt, du prüfst die Hitze. Ja. Braucht der so lange? Ja. Bei meiner zu Hause nicht. Ist auch so ein. Kann ja, haben. Der hat ja sich die Farbe, ne? Aber. Ja, der hat ja zwei Stufen. Und die erste Stufe, da ist passiert gar nichts. Aber mit der zweiten Stufe, da ist nicht zu spaßen. Da kannst du übelste Verbrennung kriegen. Kannst auch mit toasten. Auf jeden Fall. Ja, ich muss halt jetzt fixieren das Ganze, damit wir eben die zweite Farbe ja noch mit drauf kriegen. Okay, jetzt ist also alles schön trocken, weil du hast da mal die Föhnprozedur durchgeführt und jetzt wechselst du also dein Sieb und gehst auf die zweite Farbe. Genau, jetzt nehmen wir hier das Beige. Da muss aber jetzt sauber drauf sein, sonst hast du ja Konvergenzfehler. Ja, genau, aber das ist ja, natürlich, aber das ist ja vorher alles so eingestellt. Du hast ja hier immer diese Richtung, das heißt, du bist immer hier drauf. Ich kann das hier alles ausrichten mit den Rädchen und so, bin aber immer in der Aber ist schon fummelig. Ist schon fummelig, okay, auf jeden Fall. Aber das dauert, deshalb habe ich euch das jetzt auch nicht gezeigt. Das habe ich alles am Anfang eingestellt. Okay, super, also. Und jetzt darf Dennis wieder. Dennis darf nochmal. So, und jetzt das wieder. 45 Grad, in einem Rutsch nach vorne. Ich tue mein Bestes. Wow. So, jetzt langsam, ne? Ja. Ja. So, und jetzt? Gucken wir uns das mal. Nein, das war nix. Warum nicht? Musst du nochmal? Hier siehst du, dass da die Farbe noch nicht so richtig rein ist. Das heißt, geht nochmal runter das oder heißt, musst du? Wir gehen nochmal, ja, weil das ist ja fixiert, es liegt immer noch drauf. Ja. Sollte eigentlich. Kannst du nochmal eine Ladung rauspacken? Jetzt flute ich das Ganze halt wieder. Das war nix. Damit ich nochmal hier die Farbe kriege. Also das kommt schon mal nicht in den freien Verkauf. Naja, wir gucken uns das jetzt nochmal an. Ja, komm, das wird ein Unikat. Ich mach's mal. Mach du mal den zweiten Durchgang. So. So, und jetzt siehst du halt... Das sieht ja schon mal wieder super aus. Hier gefällt es mir jetzt noch nicht, aber jetzt können wir Oder machst du nochmal eine Ladung? Das kann man auch nochmal rübergehen. Das wird immer besser. So, jetzt sollte es eigentlich stimmen. Ja, ist doch super. Und jetzt musst du den Föhn wiederholen, weil jetzt muss nochmal die zweite Ladung getrocknet werden, ne? Genau. Okay. Dann schauen wir uns das gleich mal an, wenn das Ganze unsere schmucken Körper kleiden wird. So, damit wir auch nochmal kurz verraten, wie denn dann dieses Ganze hier raufgekommen ist. Wir haben ja gesehen, was das für eine Arbeit ist, was du heute Nacht noch alles zu tun hast. Hattest, meinst du? Oh, weiß ich noch nicht. Erzähl mal, was hast du in deiner Hand? Was ich hier habe, sind Folien. Die Folien, die haben jetzt, beinhalten jetzt die beiden Farben. Das heißt, genau, nimm mal. Das heißt, hier haben wir jetzt den Rotton und hier haben wir jetzt den Beige-Ton. So, und die sind jetzt ausgedruckt, die Motive, auf also schwarz werden die, also rein schwarz, damit hier kein Licht durchkommt beim Belichten. So, ihr müsst euch das jetzt so vorstellen, dass ich habe ja hier jetzt schon die Siebe drin. Ja. Der fertigen. Ja. Weil ich nehme jetzt mal hier so eins, damit man das besser sehen kann. Das spannst du dann in so einen Rahmen ein. Ja, nee, erstmal wird halt mit einer Belichtungsrinne, habe ich die hier zufällig liegen. Ah, hier liegt sie. Genau, dann zeige ich das mal gerade. Wie man sieht, wir besprechen nichts vorher. Nichts vorbereitet ist alles ganz spontan. Und so. Ja, ja. Aber hier haben wir jetzt so das Sieb. Fest. Genau, halt mal kurz. Danke. Und mit so einer Rinne, trage ich die Emulsion auf. Diese Emulsion ist lichtempfindlich und die wird halt hier einmal und auf der Rückseite zweimal aufgetragen. Ja.
So, und die muss über Nacht muss die trocknen. Ja. Und dann hast du halt eine komplette blaue Schicht. Ja. Oder es gibt dann noch andere Farben, ja, aber du hast halt komplett diese blaue Schicht, die, ja, trocknet. Die fühlt sich dann so ein bisschen plastikmäßig an. Ja. Aber hier ist halt dahinter dann noch das reine Sieb. Ja. Und da geht die Farbe dann durch. So. Und wie gesagt, trocknet über Nacht. Ohne dem Motiv, wenn es getrocknet ist, nehme ich mir das Ganze, spanne mir das auch auf meinen Karussell ein, ja, und belichte das so. Und dafür kommt jetzt halt diese Folie dann nochmal ins Spiel. Also diese hier? Genau, und die nehme ich mir dann und für jedes Motiv, für jede Farbe muss die dann halt belichtet werden. Okay, das heißt, da kommt, was für ein Licht kommt jetzt da drin? Hast du irgendwie ein besonderes Licht? Ganz einfach. Ein Baustrahler. Du, ja, haust da richtig mit viel, viel Watt drauf. 400 Watt. Und dann reagiert dieses Material, was, genau, du vorher drauf hattest, und lässt, mhm, an den Stellen das Licht, also geht dieses Material weg, mhm, ist also somit dann durchlässig. Also hier ist es weich, da ist es hart. Genau. Mhm. Und da werde ich das dann ausspülen. Das mache ich mit so einem, ja, kann man mit Hochdruck machen, aber eben am Wasser. Und dann, also ich weiß, dass es sicherlich für jeden, der Siebdruck gelernt hat und so weiter, alles simple Fragen sind, ja, die ich hier gerade stelle. Aber sorry, ich habe einen Drucker zu Hause. Ja, da geht das ganz anders. Also ich habe keine Ahnung, wie das normalerweise funktioniert. Weil ich kenne nur diese Klebenummer. Und wie gesagt, er macht das alles von Hand hier mit sehr viel Liebe zum Detail. Und ja, das macht sich einfach bemerkbar. Nachher, genau, auch im fertigen T-Shirt, genau, und, genau, Shirt und Hoodie und was wir alles für, ja, so haben. Wie gesagt, dann, cool, haben wir die fertige Schablone, spannen die ein. Und dann sind wir eben bei dem Druckprozess, dass wir dann halt die Farbe drüber rakeln und dann haben wir es eben im Text. Rakeln. Genau. Wir rakeln mal eine Runde. Gut, okay. Damit wir mal sehen, was er sonst noch so gerakelt hat, gehen wir doch mal nach vorne und, ja, schauen uns mal ein paar Motive an, weil, das müssen wir ja fairerweise sagen, er lebt ja auch nicht nur von der Arbeit und von der Lust am Hobby, sondern ein bisschen was will er davon auch verkaufen. Und da hat er hier so sein kleines Lager. Und dann hast du hier in dem Lager in den verschiedensten Größen, es gibt hier, was ist so Maximalgröße? Ich habe sogar mal bis 5XL groß gemacht. Aber ich fühle mich jetzt nicht unbedingt angesprochen. Nein, du nicht. Aber es wird letztendlich auf Conventions, Comic-Conventions, ja, gibt es tatsächlich Leute, die sich darüber freuen. Aber natürlich muss man sagen, M, L ist natürlich das Standard. Und das fällt auch bei dir so in der üblichen Größe so aus. Was hast du jetzt, ja, hier normalerweise? XL? Ich gemerkt, das war bei mir schon ein bisschen knapp, dummerweise. Ja, also wir haben jetzt hier, genau, das ist ein Bestseller gewesen, hat sich sehr gut verkauft. Eben diese doppelseitigen T-Shirts auf der einen Seite, auf der Innenseite wohlgemerkt, ist das Hauptmotiv. Das heißt, du hast eigentlich immer hier die Naht, was im ersten Moment ein bisschen komisch ist. Allerdings, wenn man dann, wie wir, das öfters mal so trägt, dann ist es ganz normal. Genau. Erst Moment komisch und zweitens. Voilà. Was haben wir hier? Da haben wir das Alternativmotiv. Sehr, das heißt, schön. Das ist jetzt die eigentliche Hauptseite. Aber du kannst es halt drehen. Aber wenn ich das ja richtig gesehen habe, weil ich habe mich ja doch ein bisschen vorbereitet. Ich habe ja gestern Abend auf deiner Homepage schon mal so das aktuelle Angebot mir angeschaut. Wenn ich das richtig sehe, hast du meistens nur ein Motiv drauf. Mhm. Und das Motiv, was da drin ist, ist dann wie so ein Überraschungsei. Ja? Da weiß ich ja nicht unbedingt, was da so mich sehr erwartet. Auf der Webseite, ne, kannst du schon sehen, welches Motiv, echt, dich erwartet. Im Kleingedruckten? Ja. Habe ich nicht gesehen. Okay, genau, war vielleicht ein bisschen spät. Okay, was haben wir noch hier so als Klassiker? Ja, wir noch, genau. Einen? Schmeiß einfach rein. Ich kann das nicht mit dem Falten. Das kann ich nicht. Das macht meine Mama noch. So, das haben wir jetzt mein auch nochmal. Echt? Ja. Das reicht auf der Arbeit nicht. Ja, das stimmt allerdings. Da bin ich mir nicht so sicher. Zeigen wir das? Ich zeig's das mal zeigen? So. Ganz kurz. Wer ist denn das hier? Ah, nett anzuschauen. Und was haben wir hier drin? Das ist auch noch was, ne? Ja, so. Das ist ja, was ich immer das sehe, ist jetzt, ne? Das. Genau, dann siehst du immer die brave Variante. Also ich habe das schon mal auf der Arbeit an, aber dann eben die brave Variante. Oder wenn er ein bisschen länger bleibt, dann zieht er sich mal um, dann wundert mich dann immer. Okay, und das ist dann die andere Seite. Also wunderschön, hier schlägt das Herz von manchem Filmfan sehr viel höher. Und das ist definitiv, das sind schon gewisse Unikate, ne? Kann man so sagen. Das, genau, ist ja doch alles eine Kleinstserie, also, was du hier so machst. Du hast es gesehen, ne? Ja. Das sind alles so 50, 100 Stück oder so. Und nach dem Prinzip, wenn weg, dann weg. Das heißt, alle, die bestellen, die sollten sich immer beeilen. Weil, ja. Wie, du machst dann keine mehr nach? Gibt es hier nicht mehr zu kaufen. Echt jetzt? Über was für Größen reden wir denn so? Ja, wie gesagt. 5.000, 10.000, 50. Quatsch. Nein, also es gibt Motive, wie jetzt zum Beispiel das Obsessed Nuns in Bloodlust, das Nonnenmotiv, was einfach wahnsinnig gut klappt. So, das habe ich jetzt schon seit, boah, ich weiß es nicht. 2013 habe ich das, glaube ich, gemacht. Nee, Quatsch, was sage ich? Jedenfalls, lange schon im Programm, werde ich auch noch weitermachen. Was machst du denn da? Ja, ich habe da immer auch mit meinem Pullover, mit den Ärmeln, habe ich immer, mit Klamotten ist nicht so mein Ding.
Ja, okay. Das war ein Motiv, das hatten wir, das war bei dem, bei der WOH haben wir das gemacht, Weekend of Horrors, damals noch, mit einem Horrordarsteller. Der hat extra posiert für ein Shooting und habe ich eben verewigt auf dem T-Shirt. Hast du aber für Mädels? Ja, klar. Hast du gerade mal so spontan was für Mädels? Also für Mädels habe ich eigentlich alle die Seite jetzt hier. Das hier? Genau, genau. Jetzt momentan. Sind da so halbnackte Kerle drauf oder was ist da drauf? Im Grunde habe ich mir damals gedacht, machst du dieselben Motive auch für die Mädels. Trapped in the, was heißt das hier? Trapped in the House of Horror. Ganz böse. Ja. Also mein Lieber, ich finde das... es gibt halt auch, muss ich auch noch kurz sagen, weil es immer noch die Leute gibt, die sagen, ach, ja... Taschen sind das, ich denke, was ist denn hier? Aber es gibt immer noch Leute, die sagen, ja, beidseitig finde ich blöd. Gibt es halt immer noch meine Basics, wo ich dann auch nur das Motiv dann vorne habe. Und Taschen hast du auch. Taschen gibt es auch. Und vielleicht noch kurz, um es zu zeigen. Ja, das ist der Knaller. Das ist jetzt nicht eine Pizza da drin, ne? Ganz neu. wobei, das ist jetzt die erste Variante, die ich gemacht habe. Das ist die Trashbox. Das heißt, du bestellst die, kostet 35 Euro und du weißt nicht, was drin ist. Aber es ist was drin. Und was richtig gut ist. Ja, wir gucken auch mal rein. Du hast auch so ein Ding, ne? Ja. Oder mehrere, ne? Wir gucken mal rein. Gummibärchen. Jo. T-Shirt ist halt drin. Ja. Jetzt bei der ersten Box. Ja. Wir haben einen Film drin. Die Macht der Fünf. Trashfilm. Aber das ist ein Familienfilm, das ist ja ab 16. 80er, glaube ich. dann haben wir ja, so ein bisschen Krimskrams, wie halt eben Postkarten, Aufkleber. American. Piep, Grind, Haus. Grind. Grind, Entschuldigung. Ich werde das noch lernen. Grind, 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 Grind. Ich kriege schon wieder Kommentare. Horrorschocker, sehr cooler Comic. Echt? Ja. Ist ja sogar in Deutsch. Ja, ja. Das ist ja cool hier. Meine Himmel. Ich kann die Boxen empfehlen. Und davon hast du jetzt schon wie viele Boxen gemacht? Eine oder zwei? Also, verschiedene? Oder? Das ist jedes Mal limitiert, anders. Limitiert auf 100 Stück. Die kam jetzt, ich meine, letztes Jahr im Dezember kam die erste raus. Jetzt gibt es mittlerweile eine zweite. Und da ist es halt auch so, wenn weg, dann weg. Und das heißt, da ranhalten. Geiles Geburtstagsgeschenk. Und überhaupt für jemanden, der schon alles hat. Ja. Ja. Sehr schön, sehr cool. So ist das. Gibt es sonst noch irgendwelche Projekte, die du in absehbarer Zeit haben wirst? Also die Trashbox werde ich weitermachen, das auf jeden Fall. Es wird auch wieder neue doppelseitige T-Shirts geben. Die habe ich nämlich ein bisschen vernachlässigt. Da wird wieder was kommen. Was genau da kommen wird, das sage ich jetzt noch nicht. Das ist nee. Geheim. Ja, aber... Da gehe ich weiter meinen Weg. Oh, und ich hole mir jetzt mein, ich sage nicht die größte T-Shirt, und dann würde ich sagen, machen wir nochmal eine schöne Abschlussszene und dann könnt ihr mal sehen, wie toll das aussieht, wenn man sowas am eigenen Leibe anhat. Machen wir. Ich kann nicht so lange die Luft anhalten. Achso, okay, also. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Wir wollten eigentlich sagen, dass das super schön, hoffe ich, aussieht, dass es ab sofort diese wunderschönen Grobi-Angriffs-Riesenbeamer-T-Shirt gibt und dass wir dir noch eine Kleinigkeit mitgebracht haben. Okay. Ist natürlich schwer für jemanden, der alles hat, wie man immer so schön sagt, oder der sich alles selber macht. Ne? Aber ich dachte mir, da du ja auf Klassiker stehst, zum einen mal, hast du eigentlich einen Blu-ray-Player? Jo. Okay. Habe ich. Laurenz von Arabien, ein kurzweiliger Film. Restauriert. Aber kein Trash. Nein, du lernst auf jeden Fall was dazu. Und dann habe ich mir gedacht, das Motiv, das erinnert mich so ein bisschen so am Stil her, mit diesen Zeichnungen. In 4 Wochen würde ich das vielleicht sogar noch handsigniert wiederbringen, aber das ist ein kleiner Insider. Ja, okay. Das nehmen wir mit. Das lassen wir mal. Cool. Und dann haben wir das hier für dich. Jetzt und für. Guck mal hier, wie Weihnachten, die Grobi-Tasse. Du bist ja ein Grobi. Jetzt bin ich im wahrsten Sinne, bei dir kommt das natürlich ein bisschen anders rüber, vielleicht vom Thema her. Und die Frau oder Freundin ist ja die Grobine. Wunderbar. Ja? Danke. Okay, also mal wieder eine etwas andere Geschichte. Aber ich denke mal, das macht ja unseren Grobi-Kanal so aus, dass wir hier so die verschiedensten Themen haben. Und demnächst kommen natürlich wieder Produkte und es kommen auch wieder Heimkinos und es kommen auch wieder... Ach, es kommt ganz viel, ne? Machen wir ganz viel, ne? Und live machen wir auch mal. Aber du hast ja noch Urlaub. Wie lange noch? Eine gute Woche noch. Scheiße. Okay, also er hat noch eine Woche Urlaub und dann sehen wir uns aber wieder mal und wahrscheinlich demnächst auch mal wieder live auf Facebook. Machen wir. Das machen wir, ne? Haben wir Lust drauf. Und dich sehen wir auch wieder, haben wir uns schon vorgenommen. Okay. Also du musst erstmal die Nacht noch durchmachen, glaube ich, und dann überlegen wir mit weiteren Motiven. Und er hat ein paar gute Ideen, wo wir nochmal hinfahren könnten und noch Leute besuchen können, die auch so tolle Hobbys zum Nebenberuf gemacht haben. So kann man sagen, ne? Ja. Danke dir. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao.